begrüße Sie in unserem Büro der Tischlerei Scheicher. Wir sind Hersteller von Bürosystemtrennwänden, die modular aufgebaut werden, die Büroräume bilden, die man auch sehr schnell und einfach zu neuen Räumen konfigurieren kann. Der Betrieb wurde vom Großvater gegründet, bin inzwischen in der dritten Generation. Bei uns sind 30 Mitarbeiter beschäftigt, ein Drittel in der Verwaltung und im Büro in der Planung und Entwicklung. Und die anderen Leute sind in der Produktion und Montage beschäftigt. Nachhaltigkeit ist insofern für uns äußerst wichtig, weil es von der Verantwortung her gegenüber der Umwelt und unseren Mitmenschen und Nachkommen zeugt. Das widerspiegelt sich auch in der Gestaltung, im Aufbau und im Charakter unseres Produktes, das wiederverwendbar und umbaubar ist. Die Nachhaltigkeit bedeutet für uns in Bezug auf die Vier-Tage-Woche, dass der An- und Abreiseverkehr der Mitarbeiter eben für den Tag ausfällt. Einsparen können wir auch die Energiekosten und Heizkosten als solches für den Freitag in der Produktionshalle. Das Gleichteilmanagement in Bezug auf die Nachhaltigkeit bedeutet für uns, dass wir aus bestehenden Komponenten und Materialien ressourcenschonend Neues produzieren, neue Produkte entwickeln. Durch dieses Gleichteilmanagement erzielen wir eine Einsparung von ca. 2 Tonnen pro Jahr an Holzwerkstoffen, die ansonsten in die thermische Verwertung gegangen wären. Im Zuge der Sortimentsbereinigung haben wir es geschafft, dass wir alle Lösemittellacke aus unserem Sortiment verbannt haben. Haben jetzt ausschließlich nur noch die UV-Härterlacke in Verwendung. Durch diese Maßnahmen haben wir 1800 Kilogramm Lacke pro Jahr eingespart. Neben der Kosteneinsparung erzielen wir natürlich auch eine Einsparung an flüchtigen Stoffen, die ansonsten in unsere wunderschöne Umwelt gelangen würden. Die Materialeinsparung haben wir mit einer effizienteren Lagerverwaltung und Lagerhaltung erreicht. Unsere Plattenwerkstoffe werden seit ca. einem Jahr in diesen Regallagern ein- und ausgelagert. Durch diese Maßnahme können wir pro Jahr 37.000 Kilogramm Plattenwerkstoffe einsparen. Diese Materialeinsparung hat auf jeden Fall auch mit der Zusammenarbeit von Einkauf zu Produktentwicklung zu tun. Ja, die Beratung durch den Umweltservice Salzburg hat uns neben wertvollen Tools, die mit dem Berater eben ins Haus gekommen sind, auch die Sicht von außen eben gebracht, die eben verschiedene Prozesse und die Handlungsweisen hinterfragt hat und beleuchtet hat. Mitunter ist durch diese Beratung entstanden der gelebte PDF. CA-Zyklus, der ein Bestandteil des KVP-Systems ist, und auch die zweimal jährliche Auditierung, die von Externen eben durchgeführt wird, um eben evaluieren zu können und Verbesserungen zukunftsführend einzutakten. Jeder einzelne unserer Mitarbeiter greift aktiv in diesen Verbesserungszyklus ein und kann seine Ideen auf eine Vorschlagskarte auf dem Teamstand deponieren, die dann im Lenkungskreis behandelt wird. Was für uns in der nächsten Zeit auf jeden Fall geplant ist und schon in Vorbereitung ist, eine thermische Sanierung der Halle. Wir werden auch die Photovoltaik so ausbauen, dass wir unseren ganzen Strombedarf in der Produktion und zusätzlich auch den Strombedarf von Elektroautos bedienen können.